Hallo und willkommen auf meinem Kanal 7 Tage Gaming. Ich bin der Stefan und wir sind heute wieder im Spiel Icarus. Ja, ich stehe hier in meiner kleinen Base. Wir sind auf dem Server von 7 Tage Gaming und ja, hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Wir haben ja einen riesen Auftrag und zwar bauen wir uns hier in den See eine riesige Base rein. So groß wird sie auch noch, die wird schon groß werden. Auf alle Fälle, heute ist Freitag, der 22.03. und heute hat es wieder ein Update gegeben, wie jede Woche in Icarus. Und diesmal ist bei dem Update etwas dabei, und zwar geht's. Das große Thema ist Wasserreinigung. Und ich habe gesehen, es gibt jetzt diesen Basiswasseraufbereiter und Basisregenwasserreiniger. Ja. Das müssen wir jetzt natürlich als allererstes ausprobieren. Das werden wir heute auf alle Fälle bauen. Denn wir können aus Flüssen und Seen zwar noch trinken. Und ich mache es jetzt mal. Trink mal. Aber wir bekommen, wenn man ins Inventar reinschaut, verunreinigtes Wasser jetzt. Und ja, bekommen wir Durchfall. Da werden wir reduziert mit unseren Werten. Und das ist natürlich nicht gut. Und deswegen müssen wir den bauen. Aber vorher, wir haben ja den Steg hier reingebaut. Und als allernächstes werde ich hier die erste Plattform hier bauen. Denn ich möchte hier in der Mitte, möchte ich ja uns diesen, ja, Versammlungsraum und dann links, oben, rechts die einzelnen Gebäude. Und als allererstes werde ich mir vielleicht sogar ein kleines Tiergehege an eignen und bauen, denn hier läuft immer hier so ein kleiner Ohr rum und den könnten wir eigentlich züchten und dann wären wir schon mal portabel. Wir könnten reiten und ja, dann können wir natürlich andere Minen erreichen, denn die Mine da, wo ich drin war, die ist schon ziemlich erschöpft. Da kommt im Moment nichts Neues nach. Ich sehe gerade die Schalttafel. Ich war nämlich gerade in der Mine drin. Wir sind jetzt Level, jetzt muss ich direkt mal schauen, Level 23, also an Basis hier hat sich nichts verändert. Ich habe Holz gesammelt und ich habe hier diese Steine gesammelt, damit wir weiter bauen können. Und ich habe natürlich hier vorproduziert in der Steinmetzbank. Und da haben wir jetzt schon einiges, was wir verwenden können. Und die nehmen wir jetzt einmal raus. Bin ich natürlich überladen. Ich würde nämlich gerne da vorne noch zwei reinsetzen. Diese Kante da gefällt mir nämlich nicht. Da setzen wir jetzt doch zwei rein. Und dann verläuft es nämlich schön hier den Boden rein. Und jetzt gehen wir mal nach hinten. Der Stall an sich muss eigentlich gar nicht einmal so groß sein. Ach, da ist noch was drunten. Das setzen wir jetzt auf alle Fälle noch. Das machen wir noch fertig. Reicht es? Ja. Noch einer. So, da würde ich direkt sagen, da machen wir jetzt gleich noch mal zwei. Wenn wir noch ein Stückchen weiter drinnen sind. Das wird eine schöne Aussicht. Oben ist nämlich auch eine Plattform. Die hätte mir auch gut gefallen. Aber das reicht jetzt einmal. Und zwar werden wir hier jetzt beginnen mit unserer ersten Plattform, die wir setzen. Da rein. Und noch drin. Weiter nach vorne möchte ich eigentlich nicht. Dann müssten wir hier noch zwei hinsetzen. So, und das hier ist auf alle Fälle mal der Start für unser Gehege, unseren Stall. Machen wir hier noch eins rein. Hier machen wir eins rein, dass wir einen kleinen Referenzpunkt haben. Genau. Hier noch. Warte noch. Es wird eine enge Nummer. Wird das schon alles ein bisschen übersichtlicher. Das heißt, da fehlen noch drei, zwei,
Jetzt haben wir noch drei Stück. Die setzen wir jetzt gleich mal wieder da unten rein. So, die haben wir aufgebraucht. Da ist die Mama. Das Jungtier habe ich aber auch gesehen. Mal wegmachen. Die geht noch in meine Tür rein. Ah ja, treff ich dich? Nee. Gehen wir mal auf den Körper. Ja, ja, ist schon gut. Blippt nicht so aus. Na komm. So. Nehmen wir uns schnell noch das Fleisch. Knochen. Und dann würde ich sagen, nehmen wir hier gleich mal einen Stapel mit. Gleich mal die drei hier mit. So. Ein. Drin. Da kriegen wir natürlich nicht viel raus. 7 Stück. Holen wir uns gleich noch einmal 3. Ja, ich wollte die Schalttaufe benutzen. Werden wir jetzt gleich machen. Oh, wir sind ein Level aufgestiegen. Level 24. Sehr schön. Der läuft noch. Oder machen wir halt nochmal 7 sogar. Die auch noch weg. Da braucht man immer so lange, bis man die Steine sammelt und dann ratzfatz sind sie weg. Aber wenn man mal im Baumodus ist, ne, dann hält einen nichts mehr auf. Da oben, jetzt wird es eng mit dem Holz. Wie sieht's denn hier aus mit meinem Äpfel? Ich wollte die Dinger, ah ja, eins nach den anderen. Ich komme komplett durcheinander. Irgendwo habe ich exotische Materie schon wieder gesammelt. Da nicht. Da ist sie. Mal. Das lassen wir kaputt gehen. So noch. Aber jetzt schickt man erst einmal die exotische Materie in die Luft. Damit jeder Spieler am Server was davon hat, denn die bekommt jeder. So, wo ist sie? Kommen sie? Und natürlich, ich bekomme sie auch, ne? Mit dem können wir im Orbit Sachen kaufen. Ich sehe gerade ein bisschen was. Also die haben wir jetzt weggeschossen und jetzt kümmern wir uns erstmal um die Wasserreinigung. Was haben wir denn hier? Nämlich im Technikerbaum im Rang 1 ist jetzt hier Basis Wasserreiniger, schalte Blaupausen frei und den habe ich einen Punkt vergeben. Deswegen können wir jetzt die machen. Und jetzt schauen wir mal, was wir brauchen. Wir brauchen Stein und Holzkohle. Holzkohle habe ich, den Rest Fasern haben wir auch. Würde ich sagen, holen wir uns jetzt gleich mal ein Steinchen. Da vorne liegen noch einige rum. Dann kümmern wir uns mal um diesen Wasserreiniger. Dass wir auch sehen, wie das überhaupt funktioniert. Müsste eigentlich reichen. Da bauen wir ganz ab. Dann ist er weg. Immer schön komplett abbauen. Ist immer das Beste. Da ist noch was. Ist ja noch irgendwas. Da ist noch mal eines. So, eigentlich. Mal alles haben, okay.
Die Steine müssten reichen. Und dann brauchen wir jetzt noch die Holzkohle. Die habe ich. Kärtchen. Müssen wir leider wegmachen, weil der greift uns bloß an. Früher oder später. Und das Baby, das lassen wir natürlich. Das Jungtier. Könnten wir auch zähmen. Und wenn es dann ausgezähmt ist, könnten wir auf dir reiten, ne? Na, schauen, ja. Okay. Du kommst später in meinem Stall vielleicht. Aber ich bin eher für die Moors. Die sind schnell. Oh, da ist noch ein kleines. Es rennt hier schon die ganze Zeit rum. Und da hinten rennt irgendwo der junge Moor rum. Jetzt bin ich komplett aus dem Konzept. Wir brauchen Holzkohle. Holzkohle habe ich aber auch hier in dem Kamin. 400 auch, weil ich brauche. Trinken muss man am Anfang ja sehr viel. Rückteilen, das tun wir wieder zurück. Und jetzt müssen wir es eigentlich bauen können. Dann bauen wir den jetzt einmal. Dann bauen wir den hier. Machen wir mal alle zwei und dann sehen wir mal den Unterschied und vor allem, was wir können. Stelle ich die hin, die stelle ich jetzt hier gleich einmal hier ans Wasser. Ah, jetzt kommt ein Unwetter. Oh, der ist aber... muss in Wasser platziert werden. Ah ja, okay. Gut, muss im Wasser platziert werden und der hier... den können wir hier hinstellen. Stellen wir dann hier daneben hin. So. Was muss jetzt hier rein, damit der von... ein einfacher Wasserreiniger, der in ein Gewässer gestellt werden kann, um gefiltertes Wasser zu erzeugen. F. Verwenden. Okay. Treibstoff. Da muss Holzkohle rein. Kraftstoffverbrauch. Ein Unwetter. Ich würde gerne was trinken. Getränk aus dem Reiniger. Schauen wir mal. Jawohl. Und? Was wird uns angezeigt? Gefiltertes Wasser. Kühlung. Gut. So, ich gehe jetzt einmal in mein Häuschen rein. Da suchen wir Schutz. Würfel hätten wir jetzt noch ein paar. Hol jetzt schnell noch Steine rein. Den machen wir jetzt auch noch. Den auch noch. So, da gibt es dann hinterher wieder viel zu sammeln. Türe zu. Alles in die Bank rein. Zack, 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 zack. Und dann machen wir nochmal diese Würfel. Zwei Stück, warum? Was fehlt? Holz fehlt. Ja, aber irgendwo muss ich noch Holz haben. Oder auch nicht. Da sind nochmal 100. Okay, wir müssen auf alle Fälle Holz holen. Setzen wir jetzt mal die 100 noch mit rein. Geht gleich kaputt, das wird gegessen. Können wir noch ein paar machen. Jetzt haben wir nochmal 8. Okay, die lassen wir durchlaufen und ja, ich muss jetzt das Unwetter abwarten. Ich würde sagen, wenn das Unwetter vorbei ist, melde, obwohl, oben sehen wir es, es ist gar nicht einmal so schlimm. Es ist gleich vorbei. Dann gehen wir nämlich raus und holen uns noch ein bisschen Holz. Ja, das müsste schon so passen. Türe zu, sonst kommen die Tiere rein. So, Wolf, der muss weg. Den immer nicht. Wird Zeit, dass ich meinen Compound-Bogen bekomme. Na komm her. So, jetzt. Oh, da kommt noch einer.
Der ging daneben. Sauber hat er sich hingelegt. Oh, ich höre einen Bär. Kommt, zerleg die schnell, sonst kommt der Bär. Der ist schon ganz in der Nähe. So. Nee. Haben wir Glück gehabt. Da müssen wir mit Sicherheit auch Holzkohle reinmachen. Filtert dann das Regenwasser. Das hier rein. Also das ist jetzt neu. Dann bekommt man wenigstens keinen Durchfall und hat keine negativen Einbußen. Hier, so, der. Okay, der arbeitet auch. Ein einfacher Wasserreiniger, der Regenwasser sammelt und reinigt. Da müssen wir... Da ist der Klein. Irgendwas Großes ist doch hier. Also der reinigt es, aber der funktioniert ja schon mal. 5 Liter sind drin. Wir können trinken, ohne dass wir Durchfall bekommen. Und dann bauen wir jetzt hier einfach mal weiter. Mal wieder was mit aus. 12 hier. Da müssen wir Holz machen. So. Hier fehlt auf alle Fälle noch eine Reihe auf der linken Seite. Das werden wir jetzt gleich einmal nachholen, bevor wir vorne weitermachen. Komm, Dock an. Ich will nicht ins Wasser springen, komm. Setz den jetzt da mal an. Du musst. Dann geht er drunter, jawohl. Jetzt haben wir es. So, jetzt ist es wieder ein bisschen symmetrisch. Und jetzt schauen wir mal hier weiter. Da waren wir schon. Okay. Was tut denn da so? Das Bär, warum ist es da so rot? Rennt der Bär? Solange er nicht zu uns kommt. So. Das, hier möchte ich mich nämlich aufhalten und dann eben diese verschiedenen Gebäude. Hier für den Stall noch eine Reihe. Ich glaube, das müsste dann schon reichen. Das machen wir jetzt mal noch. Solange wir noch Steine haben. Da müssen wir uns um den Bären kümmern. Das war's. Nee, wir haben noch 12. Also jetzt haben wir hier 3 Reihen. 3 Reihen. Und das heißt, hier haben wir nur 2 Reihen. Müssen wir hier auch noch eine dritte Reihe machen. So, hier. Vielleicht reicht es noch. Jo, einen hätten wir noch. Gut, das ist doch schon mal eine schöne Fläche, würde ich sagen. Es wird das Häuschen. Da kommt jetzt dann die Werkstatt. Das wird der Stall hier, diese 9. Ach, das passt schon so. Dann würde ich das Ganze, aber hier ist die Mitte, setzen. Dann mal hier, den dahin. Und jetzt kümmern wir uns mal um den Bären, der hat ja gerade gebrannt, da war so was Rotes um ihn rum, ne?
Bogen noch mal reparieren. Das habe ich am Pfeilen. 89, das reicht. So, wo ist er? Geh mal dem Geschrei noch. Ist überhaupt ein Bär? Doch, der liegt, da liegt er. Okay, das ist eigentlich hier schön zum Kämpfen. Hier ist alles schön frei. Komm da schon. Da wäre mein Freund. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Ausdauer bis jetzt. So. Das war's, Herr Bär. Mit. So, wir brauchen jetzt auf alle Fälle Holz. Holz brauche ich doch gar nicht mehr. Das können wir mal weg. Fleisch brauche ich eh nicht. Ich habe nur was. Okay. Nehmen wir den für den Baum weg. Oh, da stehen mehrere. Oh, die sind alle abgebrannt. Da gibt es Holzkohle für die Wasserreinigung. Machen wir erstmal den Baum hier weg. Oh, jetzt geht die Fackel auch noch aus. Deswegen brennt bei mir nämlich immer die Fackel. Ich diesen Schatten hier, dieses Dunkle, das mag ich nicht. Deswegen brennt die Fackel bei mir immer. Und schön einsammeln. Wieder ein Wolf. Und oh, der ist so weit weg und trifft mich trotzdem. Nicht mit mir, mein Freund. So, unbedingt Schränke bauen. Was haben wir denn da noch? Ja, viel haben wir noch nicht. Hauen wir den noch um. Becken nehmen wir auch gleich mit. Genau, wirklich, ich baue zuerst das Tiergehäuse. Ah, die Werkstatt wäre jetzt auch wichtig. Eigentlich wäre es alles wichtig. So, wie sieht es denn aus? Fasern habe ich sehr wenig. Da nehmen wir gleich noch was mit. Weil sonst die Fackel wieder ausgeht. So, das reicht. Da ist der Kleine. Ja, vielleicht sollte ich ihn... Den lassen wir hier noch rumlaufen. Der läuft schon seit einigen Tagen hier rum. Den werde ich mir holen, wenn der Stall fertig ist, weil dann ist er geschützt. Obwohl, ins Haus... Nee. Nee. Noch nicht. So, Holz kommt jetzt nochmal rüber. Das zaubern wir mal auf. Das zerstören wir. Mal essen. Können wir hier wieder ein paar machen. Fehlen dann bestimmt Eisennägel.
Da müsste ich aber noch was haben. Tun wir noch rein. Und dann würde ich sagen, holen wir uns noch den letzten Stapel. Nochmal 4. Und ihr seht schon, gerade sind wir ja Level 24 geworden und jetzt haben wir schon wieder fast die Hälfte. Das geht relativ schnell, wenn man Zeugs baut. Gut. Was kriegen wir jetzt noch raus? 11 Stück. Dann wären wir bei 18 und wo wird es dann fehlen? Eisennägel. Samen möchte ich auch geben. Stein könnte man noch reinholen. Nämlich die hintere Reihe würde ich gerne noch fertig machen. Dann kann man schon ein bisschen erkennen vielleicht, wie ich das Ganze meine oder wie ich es mir vorstelle. Gibt da noch was? 12, jawohl. Nehmen wir mal die 16, 17 jetzt mit. Und wir müssen schon wieder trinken. Aber wir haben ja jetzt, ist da auch was drin? Null, nee, es hat noch nicht geregnet. Jetzt habe ich getrunken, 4,8. 4,9, oh, der geht wieder auf 5 hoch. Wie sieht es denn aus? 86. 85. Oh, das wird trotzdem verbraucht. Da sollte man eigentlich also gar nicht so viel reinlegen. Okay. So, wir waren irgendwo hier hinten. Da habe ich einen gesetzt. Möchte nämlich zu der Werkstatt möchte ich zumindest einen Abstand haben. So, das soll sich nämlich ein bisschen abgrenzen von den normalen Gebäude, weil die Werkstatt wird groß. Da brauchen wir viel Platz. So. Die ist auch noch tiefer hier. Na komm. Brauchen wir jetzt natürlich auch mehr Material. Das ist schade. Dann reicht es mir nicht mehr ganz. So, das wird das Werkstattgebäude und das machen wir jetzt. Das muss größer werden. Das war's schon wieder. Hier kommen wir rein. Das hier wird als der kleine Wohnbereich, vielleicht Küche und ein bisschen was. Das hier wird der Stallbereich, das reicht einmal für zwei Tiere. Und da hinten gehen wir jetzt dann in die Breite und noch nach hinten, das wird dann die Werkstatt. Ja, sieht gut aus. Ich würde sagen, für heute reicht es wieder. Ich werde natürlich weiterhin fleißig Steine klopfen, damit wir hier wieder etwas aufbauen können. Und ja, dann werden wir im nächsten Video weiterbauen. Auf alle Fälle die Fundamente für die Werkstatt. Und wer weiß, vielleicht kommen wir sogar dazu, dass wir uns die ersten Wände aufstellen. Also, danke fürs Zuschauen. Servus.